Okay. Oh, ich bin ein bisschen müde. Ich hab Knumbus König. Ja, versteht nicht. Er ist krank, was auch immer. Warum kommen momentan nur so wenig Leute von unten zu Besuch? Hoffentlich ist es nichts Persönliches. So, und jetzt gehen wir einkaufen. Sag, du hast diesen Ich suche etwas Blick in deinen Augen. Kann ich etwas für dich tun? Oh. Mysteriöser Kampffächer. Ich möchte mal ausrüsten. Was sonst schon? Warum habe ich ihn noch nicht? Klassische Mario-Wurf-Attacke. Praktische Doppelraketen. Warum habe ich die alle noch nicht ausgerüstet? Items. Nee, nicht Items, sondern Waffen verkaufen. So. Fuck. Nein, ich wollte noch was kaufen. Und zwar möchte ich mal kaufen die Mega-Handschuhe, Kriegsfächer, Handkanone. Ja. Scheiße, jetzt habe ich die. Ach, jetzt habe ich das für Mello gekauft. Ja. So, und dann möchte ich noch. Wie viel habe ich denn? 10. So, und. Scheiße, Mann, ich habe nicht mehr so viel. Erhöht Verteidigung im Kampf, brauche ich nicht. Ein schnell wachsender Samen, vielleicht brauche ich den noch. Kaufen wir noch ein paar Ahornsieren. So. Rüsten wir gleich mal aus. Ausrüsten. Mega-Handschuhe. Ist auf jeden Fall besser. Das auch. Dann. Wow, das ist auch gut. Das auch. Das ist auch gut. Und das ist auch gut. Cool. Also kann ich den Rest auch wieder verkaufen. Und zwar Waffen verkaufen. So. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Warum ist jetzt. Sah irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. So, auf jeden Fall reden wir noch mit den Leuten hier. Magst du die Wachen da am Eingang? Ich nicht. Wir hatten sonst nie welche. Das ist der Laden von Garo, dem Bildhauer. Er hat alles Mögliche für König Nimbus gefertigt. Aber zurzeit hat er nichts zu tun, da der König krank ist und überhaupt. Garos Haus. Mello? Schau mal, das bin ich. Oh, du meinst das? Das ist König Nimbus, als er noch jung war. Hä? Was zum. Wer bist du? Hallo, ich heiße Mello. Und das ist mein Freund. Ich bin nämlich schwul. Mello. Du bist es, mein Junge. Es ist so lange her. Du bist ein prächtiger junger König geworden. Prinz, was immer. Prinz. Was? Ich bin echt ein Prinz? Wow, ja, bla, bla, fuck you, oh, ja, heulen, bla, ja, komm, oh, guck mal, oh, jetzt fange ich an zu quälen, oh, jetzt bin ich wieder hier. Natürlich, ich verstehe überhaupt nichts, was du gesagt hast oder auch nicht gesagt hast. Du wurdest von Frog Fuzius erzogen. Gar keine Frage, du bist ohne Zweifel Prinz Mello. Mario, schau mal, ich bin ein Prinz, ja, was soll ich da gucken, Ich wusste, dass Valentina was im Schilde führt, aber nicht was. Das heißt, der König ist nicht wirklich krank. Dann gehen wir in das Schloss und retten meine Eltern. Wer bist du? Kannst dich einfach du kannst doch nicht einfach reinstürzen. Hä, was war das? Oh, jetzt fängt er wieder an zu heulen. Warte. Ich habe eine Spitzenidee. Komm hier rüber. Bist du bereit? Nö, noch nicht. Ich möchte nämlich noch speichern. Aber ich spüre einfach weiter. Ich hab Bock drauf. Speichern wir. Na komm. Willkommen, ja, 30 Münzen. Oh mein Gott. Was, Luftkissen? Ach, ich probiere alles aus. Gute Träume sind eine tolle Unterhaltung. Tschüss. Ich hab ja das Geld, ne? Wir zählen auf dich, Mario.
Was war das denn? So, hier hoch. Und speichern. Yay. Nimbusland. Ich freue mich irgendwie. So. Mal sehen, was die Wachen jetzt zu mir sagen, wenn ich hier hin will. Wer bist du? Du kannst dich einfach reinstürzen. Achso, das war. Ach, das waren die Wachen. Okay, dann möchte ich mal gucken, was hier noch ist. Hier ist nichts. Super. Dann gehen wir jetzt einfach zu ihm. Bist du bereit? Ja. Na gut, stell dich darüber. Halt still, klar. Okay. Gold. Da. Hey, beweg dich nicht. Du wirst eine Weile eine Statue sein, okay? Gehen wir jetzt. Das fällt doch total nicht auf. Ich liefere Valentinas letzte Bestellung ab. Du kannst durch. Halt, wer ist das? Sieht überhaupt nicht wie Valentina aus. Oh, das hier ist eine Statue von Valentinas Neffen Mariotta. Okay. Okay, warte, weiter. Dann, puh, das war knapp. Ich habe nicht gedacht, dass wir durchkommen. Es gibt nämlich keine Person namens Mariotta. Ohohoho. Oh, das ist aber nett. Meine Schönheit scheint von jetzt an wie die Sonne. Und du kannst so etwas Hinreißendes machen. Danke, Majestät. Ich mache mich dann auf den Weg. Halt. Darf ich fragen, was dieses hässliche Ding ist? Mein neues Meisterwerk, allein für euch. Ich nenne es Klagelied eines Klempners. Betrachte den dicken Bart und die traurigen, unschuldigen Blick eines einfachen Idioten. Und die Koteletten, sein blauer Kragen. Und die Beine, gut gebaut, stark. Die Beine der Massen. Gefällt es euch? Ich halte mich für einen Kunstkenner. Ich muss sagen, dieses spektakulär. Garo, nur du kannst Skulptur mit solcher lieblicher Schönheit und roher Kraft herstellen. Danke, Majestät. Ich mache mich dann auf den Weg. Spektakulär. Dodo, Dodo. Sitz dich dumm rum, beeil dich und trag das hinein. Dodo. Wird's bald. Ich möchte mich bewegen. Der geht ab. Ich möchte mich bewegen. Da, 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 da. So, kann ich mich jetzt... Ah, okay. Okay. Speichern. Okay, aber hier mache ich jetzt eine Pause. Keine Ahnung warum. Ich habe irgendwie... Ja, ich... Nein, nein! Okay, dann mache ich das noch. Hast du die Statuen richtig abgestellt? Gut, jetzt poliere sie, damit sie zu einem Abbild meiner Schönheit werden. Hör mir zu, beeil dich und nicke ja nicht wieder ein. Fuck. Oh, Dodo ist in schlechter Laune. Springe, um nicht gepiekt zu werden, um getarnt zu bleiben. Mach dich breit, denn er kommt gerade. Nein. Okay. Komm. Okay. Was? Eine Statue hat sich bewegt, so ein Unsinn. Du willst doch bloß nicht polieren. Toll. Stör mich jetzt nicht. Wenn du so besorgt bist, warum pickst du sie dann nicht? Okay, Kampf gegen Dodo. Was zur Hölle? Bams. Okay, ich muss mich erstmal jetzt an die neue Technik gewöhnen. 80.
Bams. Flutter Hush. Okay. Bams. Ja, hau ab. Komm. 24 Erfahrungspunkte. Und Mario erreicht Level 19. Ich möchte Power. So. Und weiter geht's. Und jetzt speichere ich aber. Und jetzt mache ich Pause. Okay, das war's für heute mit Let's Play Super Mario RPG. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.